und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ich möchte mich im Vorhinein entschuldigen, falls ihr irgendwelche wilden Kratzereien und Scharrereien und Schnappschmeißereien hört. Aber heute ist der Tag, wo ich mal wieder ein bisschen meinen Hasen erziehen muss, weil der ist ja so ein frecher Lümmel geworden. Und zurzeit macht er mir gerade ganz schön viel Trouble. Und das finde ich gerade überhaupt nicht gut. Und deswegen wird jetzt wieder ein bisschen mehr die Erziehung angezogen. Er ist jetzt an der kurzen Leine. Wobei ich ihm noch nie eine Leine angelegt habe. Also, ja, gut. Ja, und dadurch, dass ich das gemacht habe und dass ich das jetzt gerade mache, ist mir irgendwie auch wieder eingefallen, ja, wie es so bei meinen Eltern und mir war. Und ja, da wollte ich jetzt so ein bisschen drüber reden. Also, ich muss sagen, ich persönlich, ich befinde meine Erziehung als sehr... Ist eigentlich gerade bei dir im Zimmer das Fenster auf, weil wenn ja, du hast im Wohnzimmer auch das Fenster offen und deswegen ist hier echt ein bisschen kalt. Es könnte sein. Ich meine ja nur... Okay, ich hab's richtig erraten. Ich sitze hier gerade irgendwie ein bisschen so im Durchzug, weil von da kommt ein Wind, von da kommt einer und von da kommt auch nochmal einer. Meine Mama hat gerade alle Fenster gefühlt aufgerissen und ja. Mann, kann ich was dafür, dass die Wohnung so einen Elektrosmog hat? Das liegt nicht nur an mir. Also, das möchte ich jetzt mal. Okay, dazu bin ich eigentlich nicht erzogen worden, immer über alles zu diskutieren tausendmal. Aber ich muss, wozu ich erzogen worden bin da zu laufen, wenn es mir kalt ist. Also ich bin gleich wieder da. Wartet mal kurz. Ja, gut, da bin ich wieder. Das Fenster ist zu und ich muss nicht mehr verfrieren. Ich hatte es gerade ein bisschen bitter diesbezüglich, weil mir ist auch noch aufgefallen, dass hier bei uns an der Türe so ein kalter Luftzug durch den Tür unter der Türe vorkommt. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen kann oder sagen will oder sagen soll oder sagen muss oder wie auch immer man es formuliert. Ich bin niemand, der mit extrem vielen Regeln aufgewachsen ist. Mit Vorschlägen, aber keinen Ratschlägen. Meine Eltern haben mir immer erlaubt, meine eigenen Fehler zu machen und haben mir dann aber auch geholfen, diese Fehler irgendwie auszubaden und haben mich nie allein im Regen stehen lassen. Na doch, einmal hat mich mein Vater wirklich im Regen stehen lassen, aber das war nicht irgendwie so metaphernmäßig, sondern wortwörtlich. Da bin ich im Regen dann gestanden und er hat mich vergessen für ein paar Minuten. Und als er es dann gemerkt hat, dass er mit dem Schirm schon weitergelaufen ist, war ich schon klitschnass. Und eine andere Geschichte. Und da war ich noch jünger und hatte zum Glück noch nicht so die Probleme mit dem Wasser. Ja, aber... Es ist so, meine Eltern haben mich immer unterstützt, wenn es darum ging, irgendwie meine Fehler auszubügeln oder etwas Neues zu lernen und etwas Neues zu versuchen. Und sie haben mich auch immer darin bestärkt, dass ich nicht nur das, was ich kenne, tun sollte, sondern dass ich auch Neues kennenlernen sollte. Ja, und sie haben mich natürlich auch, manchmal hat meine Mutter mich auch zu Sachen überredet, die im Nachhinein dann toll waren, wo ich dann aber am Anfang erstmal so gedacht habe, oh Gott, nein. Also eine dieser Sachen war zum Beispiel das Patenprojekt, in dem ich meine Babette kennengelernt habe. Da habe ich ja am Anfang, hat meine Mutter erst gedacht, das wäre nichts, ich weiß gar nicht, weil sie gedacht hat, das braucht man irgendwie nicht so. Und dann als es dann schon ins Rollen gekommen ist, ging es mir dann plötzlich ein bisschen zu schnell so. So dieses erst sagen wir, hallo, ja, wir hätten Interesse, dann sitzt da auch schon ein Babette vor mir und dann haben wir auch schon das erste Treffen ausgemacht. Aber dann hat meine Mutter mich bestärkt darin zu sagen, mit den Worten, ich soll es doch probieren und ich soll es doch machen. Und es ist ja was ganz Tolles daraus geworden, nämlich dass ich jetzt eine Zweitfamilie habe, wo ich jede Woche einfach gerne bin und wo ich dann einfach auch mal so ein bisschen entspannte Zeit habe, wo ich einfach mal den Alltag vergessen kann. Das ist doch auch was Schönes. Was natürlich meinen Eltern immer wichtig war, wo sie mir auch ganz streng waren, ich habe folgende Regeln gehabt. Ich darf nicht mich verletzen, ich darf keine anderen verletzen und meine Mutter wollte auch nicht, dass ich mit Drogen zu tun habe. Also das waren so die Drogen und Essstörungen. Da hat sie gesagt, wenn ich da von mir irgendwas zulege oder wenn ich Selbstmordversuche anstelle, dann wäre es das gewesen und dann hätte sie mich auch vor Tür gesetzt. Mhm. Eigwiese. Naja, kommt für mich aufs Gleiche raus.
eingewiesen, vor die Tür gesetzt. Nicht dasselbe. Nicht dasselbe, aber das gleiche im Endeffekt. Dass ich nicht mehr bei euch gewesen wäre. Ja, aber sie hätte mich dann eingewiesen, wenn ich eins davon, oder wenn ich kriminell geworden wäre. Das war auch noch so eine Regel. Ich durfte also nicht kriminell werden. Ja, und ich habe mich dann immer, also auch sonst haben meine Eltern mir eigentlich recht viel Freiraum gegeben, was ich auch immer sehr zu schätzen wusste, weil ich so mich selbst entwickeln konnte, weil ich so nicht diesen Druck von du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht und mach das nicht und mach sowas nicht hatte, sondern weil ich so immer die Chance hatte, meine eigenen Fehler zu machen, was draus zu lernen und dann es beim nächsten Mal besser zu machen. Was mir auch geholfen hat, war natürlich, dass ich eine große Schwester hatte, die hin und wieder auch solche Sachen hatte, wo sie dann daraus gelernt hat und ich dann mit ihr gelernt habe, nämlich indem ich es gesehen habe und so gedacht habe, okay, das kann dann passieren, also mache ich das besser nicht. Und ich glaube, das ist auch so das Tolle, wenn man Geschwister hat, dass man dann nicht alle Fehler selber machen muss oder dass man nicht immer alleine dasteht in manchen Punkten, sondern dass man immer jemanden hat, mit dem man die Sachen besprechen kann, die einen dann darin unterstützen, im Sinne von nicht nur, also in meiner Jugend war das so und so, sondern die dann einem sagen können, naja, das ist so und so, weil es bei denen meistens nicht mehr so weit entfernt ist wie von dir. Und das war sowas, wofür ich meine große Schwester immer noch bis heute unglaublich schätze, weil sie da einfach, ja, sie hat mich da vor vielen Dingen bewahrt, aber hat mir auch viele Dinge beigebracht über das Leben zwischen Gleichaltrigen. Wir waren ja mal zusammen auf einer Schule, das war auch eine sehr schöne Zeit für mich, weil ich dann irgendwie nicht so, ich habe Schule ja immer unglaublich gehasst. Also um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich bin kein Schulfan gewesen. Auf der letzten Schule, auf der ich dann allerdings war, wo ich dann auch eine furchtbar nette Lehrerin hatte, okay, das klingt furchtbar, ich war furchtbar nett, aber sehr, sehr nett, so können wir es formulieren, sehr nette Lehrerin, und die hat dann auch geschafft, mich wirklich wieder abzuholen und mir noch was beizubringen, und da bin ich dann auch wirklich für mich gefühlt wieder schultechnisch noch weitergekommen. Und die Schulen davor, die waren nicht so toll. Und da diesbezüglich gibt es dann auch so eine Sache, dann auf der ersten Schule, auf der ich jemals war, da ging es mir wirklich richtig, richtig schlecht irgendwann mal. Da war ein Ereignis, das war wirklich furchtbar. Vielleicht erzähle ich es euch mal in einem anderen Video. Und dann irgendwann war es so, dass mein Vater dann hingestanden ist und gesagt hat, das war dann das erste Mal so für mich, dass ich erlebt habe, dass mein Vater mir wirklich Vorschriften macht und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Da hat er zu mir gesagt, du gehst dann nicht mehr auf diese Schule, du gehst auf eine neue Schule. Und das war so das erste Mal für mich, dass ich bewusst erlebt habe, dass mein Vater mir Kante gezeigt hat und dass er mir gezeigt hat, wo ich jetzt hinten muss und was ich jetzt zu tun habe und wo jetzt mein neuer Stand ist. Und dass er mir dann mehr oder weniger vorgeschrieben hat, was ich zu tun habe. Und das war dann irgendwie auch so, ja, es war komisch für mich im ersten Moment, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war bis dato. Aber es war auch irgendwie sehr, ja, ich will nicht sagen schön, aber irgendwie auch nett im Sinne von, dass ich dann wusste, was jetzt der nächste Schritt ist. Ich bin mir dann erstmal haltlos vorgekommen, und immer wenn ich keinen Halt mehr hatte und wenn ich irgendwie angefangen habe, durch die Weltgeschichte zu eiern, dann haben meine Eltern mir doch schon sehr recht deutlich zu verstehen gegeben, was ich tun soll und was nicht. So, und jetzt fällt mir auf, dass ich echt ewig schon rede, und es tut mir furchtbar leid, aber irgendwie wollte ich das mal so ein bisschen erzählen, und ja. So war das eben bei mir, und ich finde, an sich bin ich eigentlich recht gut gelungen. Okay, wenn man sich dabei am Schal rumzieht, aber ich sehe gerade, dass der so unpraktisch liegt, dann wird es ein bisschen komisch. Aber ja, ich finde, an sich bin ich ein sehr zufriedener und für mich glücklicher Mensch. Und ja, auch wenn ich hin und wieder so Situationen habe wie im Update-Video die Woche, wo ich euch schon gegeben habe, wo es einfach bei mir nicht läuft, so habe ich doch immer die Gewissheit, dass ich Eltern habe, die mich stützen und die für mich da sind. Und auch eine Familie, eine sehr große, die für mich da ist. Und ja, das ist etwas, was einem sehr viel Halt und Ruhe geben kann. Und vor allem auch sehr viel, ja, sehr viel Kraft im Sinne von,
dass man nicht alles alleine schleppen muss. Und dass man immer jemanden hat, der für einen da ist. Ja gut, das war jetzt eigentlich alles, was ich euch dazu zu erzählen hatte. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es so bei euch war. Wie habt ihr eure Erziehung wahrgenommen? Oder was denkt ihr, was ist die beste Erziehungsmethode? Das kann man ja mal fragen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Dann kommt das Update-Video. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.